Bei mir ist es einfach so, ich gehe zum Sport, wie ich gerade bin. Und wenn ich an einem Sonntag gehe, dann gehe ich auch mal ungeschminkt. Aber ansonsten habe ich eigentlich im Sport immer dabei noch ein Puder für danach, damit man erstmal den Schweiß trocknet und dann sich ein bisschen abpudert. Und Lippenpflege habe ich immer dabei, weil ich immer so, wenn ich mich anstrenge, immer so die Lippen zusammenbeiße und danach brauche ich unbedingt Lippenpflege. Also ich gehe ehrlich gesagt immer schon umgezogen ins Fitness. Ich bin immer die Person, die nur so 10 Sekunden in der Umkleide schnell die Tasche reinschmeißen und direkt raus. Ich trainiere ja so 4-5 Mal die Woche, meistens für eine Stunde. Also es ist auch so, ich überlege mir immer meinen Trainingsplan eigentlich im Vorhinein, wenn ich noch zu Hause bin und denke so, okay, heute möchte ich das, das und das machen. Weil ich immer den Eindruck habe, wenn man im Fitness ist mit schon einem Plan im Kopf, dann ist man sehr viel effizienter. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich zu Hause bin und mir noch nicht so ganz so sicher bin, ob ich Lust habe auf Sport und mir dann einen Trainingsplan schreibe, dann bin ich sehr viel motivierter, weil ich weiß, wo ist mein Anfangspunkt, wo ist mein Endpunkt, dann freue ich mich irgendwie so ein bisschen auf die Übungen. Ich habe super viele Notizen auf meinem Handy. Dann heißt der eine irgendwie Beine, die andere heißt Rücken, Bizeps oder sowas. Und ich schreibe mir immer praktisch dann einen Trainingsplan. Oder ich gucke in meinen Notizen, gebe oben in die Suche ein Beine und dann suche ich mir einen von meinen alten aus. Aber ich habe das tatsächlich immer aufgeschrieben. Da steht dann zum Beispiel Squats, Langhanteln, 4 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen. Dann schreibe ich mir meistens auch dahinter auf, wie viel Gewicht ich benutzt habe. Weil man hat es zwar schon immer im Kopf, aber manchmal täuscht man sich auch, habe ich dann gemerkt. Und dann hat man so einen ganz guten Vergleich, was man sonst nimmt und was man an dem Tag geschafft hat. Also ich versuche immer meinen Unterkörper, meinen Core-Bereich mit dem Bauch, aber auch den Oberkörper mit den Armen eigentlich immer gleichwertig zu trainieren. Ich habe früher, als ich angefangen habe, mich praktisch nur auf meine Beine und auf meinen Bauch fokussiert. So wie eigentlich alle Frauen es immer sagen, sie wollen nur Bauch, Beine, Po machen. Bis mir dann irgendwie aufgefallen ist, nee, es fehlt was. Irgendwie meine Arme müssen ja wenigstens im Verhältnis auch stimmen. Und ich hatte dann auch das Bedürfnis, dass ich obenrum auch stark sein möchte. Und dann habe ich angefangen, alles zu trainieren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gesunder Ansatz. Ja, also ich war eigentlich schon immer ein relativ schüchterner Mensch, aber das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Gefühl, was man nach einem Training hat. Man kennt es ja oft, dass man irgendwie so ein bisschen schlapp und schlecht gelaunt in Sport, egal welcher Sport, zum Sport gegangen ist. Und danach fühlt man sich einfach gut, man fühlt sich positiv, man ist froh, dass man was gemacht hat, man steht schon gerade. Dieses Gefühl dann noch mal 10 auf die Dauer, das ist so ein bisschen das, was mir der Sport gegeben hat. Ich finde, dass es einen unglaublich fordert. Also auf dem Stepper zu stehen kann ja im Prinzip jeder, ne? Aber einfach mal den Schritt zu wagen und in diesen Männerbereich zu gehen und mal die Gewichte anzupassen, ist erstmal ein mentaler großer Schritt irgendwie. Aber ich finde auch, man kann den Körper so richtig bis ans Limit auch da bringen, auf eine ganz andere Art und Weise, was, finde ich, auch das Selbstbewusstsein sehr krass wachsen lässt. Also wenn man sich dann, am Anfang fühlt man sich bestimmt blöd und schwach, aber wenn man sich dann stark fühlt, wenn man mal ein bisschen die größere Hantel nimmt oder den Bizeps im Spiegel sieht, dann finde ich, ist das so ein riesiger Selbstbewusstseinsschub. Wenn du dich auch gerne stellst. Okay. Also ich muss sagen, immer wenn ich vorhabe, Klimmzüge zu machen, da denke ich immer so, oh Gott, hoffentlich bin ich heute stark. Weil im Prinzip ist es ja nur das eigene Körpergewicht, aber die Übung an sich ist schon so schwierig und herausfordernd. Und es ist auch echt nichts, was Frauen so von Natur aus können. Und deshalb Klimmzüge, da freue ich mich immer sehr, wenn ich da dann mehrere geschafft habe. Also es kommt drauf an, es gibt ja die Weiten und dann gibt es die im Untergriff. Und die im Untergriff, die sind sehr viel leichter für mich und für die meisten anderen Frauen auch, weil da arbeitet sehr viel mehr der Bizeps mit und nicht so ganz so arg der hintere Rücken. Und von denen, da schaffe ich also bestimmt schon so 8, 10. Und von diesen breiteren, da freue ich mich über 5. Also es gibt ja im Fitnessstudio gibt's ja diese Geräte, die mit Gegengewicht arbeiten. Also da hat man praktisch dann so ein Gewicht unter den Füßen, was einen so mit hoch und runter schiebt. Und da kann man das ganz gut lernen.
Aber wenn man das jetzt nicht gerade hat, dann könnte man auch an die Klimmzugstange gehen und dann erstmal hochspringen, wenn die tief genug hängt, und sich dann mit Kraft runterlassen und das dann immer üben, dieses Hochspringen, also den schwierigeren Weg praktisch überbrücken und sich dann langsam runterlassen, um da die Kraft zu steigern. Oder man fragt jemand anderen, ob er einem hilft, hinten mit anfasst und mit hoch und runter hilft. Oder man kann auch diese Terra-Bänder nehmen. Muss halt ein sehr langes sein, wenn man das oben an der Klimmzugstange festmacht und dann eine Schlaufe bildet und die unter die Füße macht, dann hilft das auch nochmal mit. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, den Klimmzug selber an der Klimmzugstange zu lernen. Und wenn das alles nicht geht, dann muss man halt den Rücken erstmal so stärken mit anderen Übungen, Rudern, alles Mögliche, bis man das schafft. Aber ich muss sagen, wenn man sich einmal reinhängt, dann klappt das auch relativ bald. Ich weiß auch nicht, aber das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Es ist so böse, das zu sagen, aber ich finde es fast ein bisschen langweilig, die ganze Zeit praktisch die gleiche Bewegung zu machen. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich ins Fitness gehe, dann kann ich irgendwie kreativer sein, kann immer kurz Energie aufwenden und dann so mich so richtig auspowern und mich dann wieder erholen. Aber es macht mir halt wirklich Spaß. Nee, weil das ist ganz lustig, weil mein Fitnessstudio ist so nah an meinem Zuhause dran, dass ich wirklich ja in Sportklamotten hingehe und dann auch einfach wieder nach Hause wische. Also ich habe in all den Jahren noch kein einziges Mal im Fitnessstudio geduscht.